So, herzlich willkommen hier im Rahmen der Reisynchron-Specials. Ich freue mich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben zu unserem ganz besonderen Termin heute. Es ist schon die vierte Veranstaltung in diesem Jahr in dieser Reihe. Ich bin Nils Daniel Peiler. Ich kuratiere und präsentiere die Reisynchron-Specials hier im Kino des Deutschen Filmmuseums und begrüße Sie ganz herzlich heute auch nochmal zu einem Vortrag zu Robert Florys Film Rogue's Regiment aus dem Jahr 1948, beziehungsweise in der deutschen Synchronfassung Der Mann ohne Gesicht aus dem Jahr 1954. So eine Reihe wäre ja nicht möglich, wenn man sie alleine konzipiert, alleine durchführen möchte, sondern geht nur mit Partnern. Also erstmal möchte ich mich bedanken bei Andreas Beilharz und Natascha Giekers von der Kinoabteilung des Kinos des Deutschen Filmmuseums, die diese Reihe mit ermöglicht haben, aber auch natürlich unseren Unterstützern. Wir zeigen ja ganz viele Filme in dieser Reihe, nämlich immer am zweiten Samstag eines Monats. Wir haben schon im Januar begonnen mit Citizen Kane von Orson Welles. Letzten Monat dann Willkommen bei den Stiehs von und mit Danny Boone und sind jetzt angelangt eben bei Robert Florys Rogue's Regiment. Und die gesamte Reihe geht dann noch weiter im April mit Stirb langsam, im Mai mit Shining von Kubrick und Bringing Up Baby, Leoparden küsst man nicht von Howard Hawks im Juni. Und diese gesamte Reihe wird auch unterstützt von zwei großen Förderern, nämlich einmal dem BDÜ Hessen, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle, und auch dem Kulturamt der Stadt Frankfurt. Heute also Rogue's Regiment, und da möchte ich noch einen besonderen Dank vorneweg schieben, nämlich an Heiner Ross einmal, den ehemaligen Leiter der Kinemathek Hamburg, und an Thomas Pfeiffer, den Filmarchivar der Kinemathek Hamburg. Aus dessen Bestand sehen wir auch gleich die 35 mm Kopie um 18 Uhr. Und beide haben mich erstmalig aufmerksam gemacht auf diesen Fall Rogue's Regiment, der Mann ohne Gesicht, und auf die besondere Bewandtnis dieser Synchronbearbeitung. Außerdem möchte ich noch danken Jens Kaufmann, Christoph Schöbel und Deborah Klaassen von der Bibliothek und dem Textarchiv des Deutschen Filminstituts in der Deutschen Nationalbibliothek. Ich habe auch für unseren heutigen Vortrag dort noch einmal im Archiv recherchiert und Materialien auswerten können, die bisher noch nicht berücksichtigt wurden. Bevor wir heute zur Synchronbearbeitung kommen, erlaube ich mir ausnahmsweise mal einige Bemerkungen zum Regisseur und auch zum Kontext, da weder Robert Florey noch sein Film Rogue's Regiment besonders bekannt sind. Der Film Rogue's Regiment, wörtlich sozusagen die Schurkentruppeneinheit, man beachte da die Stellung des Apostroph, also es sind mehrere Schurken, nicht einer. Rogue's Regiment, der Film, ist die 60. Regiearbeit des äußerst produktiven Regisseurs Robert Florey und entstand 1948 für Universal Pictures International. Robert Florey wurde 1900 geboren und starb 1979. Geboren wurde er als Robert Gustav Fuchs in Paris. Er wuchs dann in der Schweiz auf und starb schließlich als hochdekorierter Regisseur in Santa Monica in Kalifornien. Bereits in jungen Jahren arbeitete Robert Florey als Assistent unter anderem für Louis Feuillade und auch für Josef von Sternberg. Und er ist sehr stark beeinflusst von dem deutschen Expressionismus. Das haben Sie vielleicht eben auch schon gesehen anhand der Originalfassung des Films, die wir eben gesehen haben. Man kann sagen, dass sein Film von 1932, Murders in the Rue Morgue, so eine Art amerikanische Version von Das Kabinett des Dr. Caligari ist. 1947 assistierte Florey als Associate Director für Charles Chaplin bei Monsieur Verdoux. Und Florey hat so den Ruf gehabt als König der B-Pictures. Er hat für diverse Studios gearbeitet, unter anderem eben auch für Universal Pictures immer wieder. Und als König der B-Pictures hieß es, dass er noch jede mittlere Produktion veredeln und auch retten konnte. Rogue's Regiment ist ein solches zeittypisches B-Picture, allerdings mit Starbesetzung. Dick Powell, Märtha Torrens, Vincent Price, Stephen McNally, der übrigens hier das erste Mal unter diesem Vornamen auftritt, vormals Horace McNally hieß. Henry Rowland ist noch zu erwähnen, der wurde nämlich unter dem Namen Wolfram
Wolfram von Bock geboren, und zwar in Omaha, Nebraska. Das erwähne ich, weil wir einmal eine besondere Rolle von Nebraska im Film haben und auch, weil Henry Rowland, geborener Wolfram von Bock, oft Filmnazis spielte. Unter anderem auch Martin Bormann, und zwar in Russ Meyers Super Vixens aus dem Jahr 1975. Auf diese Nazi-Figur, diesen historischen Martin Bormann, werde ich nachher noch zurückkommen. Ursprünglich sollte übrigens Max Ophüls bei dem Film Regie führen, doch Universal Pictures optierte schließlich für den König der B-Pictures, Robert Flory. Zwischenzeitlich war mal geplant, dass Miklos Roger die Filmmusik komponieren würde, und bereits angekündigt war eine andere Hauptdarstellerbesetzung, nämlich Burt Lancaster und Edmund O'Brien. Der Film ist hinsichtlich seiner Genre eine ganz typische, zeittypische Mixtur für die späten 40er Jahre. Also wir haben es hier mit so einer Genre-Melange zu tun, einer Mischung. Hier treffen Elemente des Film Noir auf Drama, Kriegsfilm und Agenten-Thriller vermischen sich Action und Exotismus. Ja, und gerade Exotismus, diese Schauwerte des Exotismus, die wurden eben größtenteils im Studio produziert. Vergleichsweise kulissenhaft zeigt sich das beispielsweise an einer Szene mit Märtha Torén, die ja bereits mit 31 Jahren sehr jung verstarb, nur eine ganz kurze Filmkarriere hatte. Und die Märtha Torén damals unter dem Slogan »The next Ingrid Bergman« vermarktet wurde. Und ich habe Ihnen hier eine Szeneneinstellung mitgebracht. Das ist natürlich auch als Reminiszenz an Michael Curtis Casablanca aus dem Jahr 1942 lesbar, eben mit dem Kostüm hier von Ori Kelly, dem besonderen Hut auf dem Bazar, wie Märtha Torén da auftritt. Die Synchronfassung von Rogue's Regiment, die ist ein typisches Kind ihrer Zeit. Wir müssen uns also zurückversetzen in eine Zeit, jetzt Mitte der 50er Jahre, 1954, in der US-amerikanische Filme mit einigen Jahren der Verzögerung in Deutschland ins Kino kommen. Das heißt, man hatte natürlich hier ein großes Marktinteresse seitens der Hollywood-Studios nach dem Ende der NS-Medienpolitik, dass immer weniger US-Produktionen auf den deutschen Markt zugelassen wurden und nach dem Zweiten Weltkrieg nun also einen großen Markt zurückerobern wollte. Aber das Prekäre ist, selbst die Filme, die mitunter zum Zwecke der Re-Education ausgewählt wurden in Hollywood, um sie verspätet auf den deutschen Markt zu bringen, die haben es in dieser Zeit nur in ideologisch bearbeiteten Synchronfassungen nach Deutschland geschafft. Und das heißt, wir haben es hier mit Akten der Selbstzensur zu tun, denn eine staatliche Zensur, die gab es ja nicht mehr in der jungen Bundesrepublik Deutschland, insbesondere dann mit der Einrichtung der freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft 1949, der FSK. Und die Verleiher, die haben ihre Filme damals eben in Abstimmung mit der FSK so bearbeitet, um eine möglichst weitreichende Freigabe zu erhalten. Wir müssen uns also zurückversetzen in eine Zeit, in der Annahmen zugrunde gelegt werden von den Verleihern, was man dem deutschen Nachkriegspublikum zumuten kann und was man ihm vorenthalten sollte. Anstößig erschienen damals solche Figuren und Handlungen, die Deutsche in ein negatives Licht rücken oder gar zur kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen kriegsgeprägten Vergangenheit auffordern. Und diese Bearbeitung, die betrifft auch äußerst populäre Filme, Filmklassiker. Also so verschwinden aus dem Anti-Nazi-Film Casablanca, ursprünglich 1942, für den deutschen Markt erstmals bearbeitet 1952. Casablanca von Michael Curtis, verschwinden auf einmal hier sämtliche Nazis. Aus dem Konzentrationslager entflohenen tschechischen Widerstandskämpfer Viktor Laszlo, gespielt von Paul Henreid, wird ein skandinavischer Strahlenforscher Viktor Larsen, der ominöse und so nur in der deutschen Fassung vorkommende Delta-Strahlen entdeckt haben soll. Konrad Veits Part als Major Strasser ist eliminiert worden und auch zum musikalischen Showdown zwischen der Marseillaise und der Wacht am Rhein in Rixcafé Américain kommt es in der Erstsynchronfassung 1952 nicht mehr. Casablanca wird umsynchronisiert, aber auch gekürzt. Auch aus Alfred Hitchcocks Notorious aus dem Jahr 1946, der 5 Jahre später, 1951, erstmals unter dem deutschen Titel Weißes Gift in die westdeutschen Kinos kommt, auch aus Alfred Hitchcocks Notorious verschwinden die Nazis.
Aus deutschen Uranerzschmugglern werden mittelamerikanische Rauschgifthändler. Ingrid Bergmanns Figur, die im Original Alicia Hubermann heißt, wird in der deutschen Fassung zu Elisa Sombra-Pahl umbenannt. Und aus Notorious verschwindet für den deutschen Marktdurchschnitt auch eine Szene, in der die IG Farben Erwähnung findet. Sowohl Casablanca als auch Notorious haben wir in dieser Reihe der Synchron-Specials, als sie noch nicht als feste Reihe liefen, sondern in loser Fügung, hier im Kino des Deutschen Filmmuseums bereits gezeigt und besprochen. Sie sind auch in die einschlägige Literatur eingegangen und auch, wenn Sie das noch interessiert, weiterhin als Videomitschnitte auf dem YouTube-Kanal des Filmmuseums online. Ich möchte daher heute auf ein anderes populäres Beispiel zur Kontextualisierung eingehen, nämlich Alfred Hitchcocks To Catch a Thief aus dem Jahr 1955, der ebenfalls ideologisch entschärft wird. Die deutsche Synchronfassung Über den Dächern von Nizza, die noch im selben Jahr 1955 wie in den USA in den westdeutschen Kinos Premiere hatte, enthält im Duktus der Zeit nur eine geglättete politische Ebene im Synchrondialog. So lernen die Zuschauer der deutschen Fassung nichts über das Engagement von Cary Grants Figur im Untergrund in der französischen Résistance und auch nicht, dass er 72 Menschen im Krieg umgebracht habe und seine Haushälterin Germaine einen Deutschen mit ihren feinen Händen geräuschlos erwürgt habe. Sie bekommen also 10 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein anderes geglättetes Europa-Filmbild präsentiert, ein anderes Bild als die Zuschauer der Originalfassung. Die Kriegsgräuel im Dialog sind entfernt, was eine direkte Gegenüberstellung der entsprechenden Szenen verrät. Ich habe Ihnen hier kurze Referenzszenen mitgebracht. Die deutsche Fassung ist 1955 bei der Berliner Synchron unter der Synchronregie von Volker Becker und dem deutschen Dialogbuch von Fritz A. Königer entstanden. Königer lieferte auch das Drehbuch für die deutsche Fassung Der Mann ohne Gesicht, die wir später sehen. Kurt Ackermann spricht für Cary Grant, den hören wir später auch nochmal in Der Mann ohne Gesicht. Sigrid Schürenberg leiht John Williams seine Stimme und Margot Leonard Brigitte Aubert ihre Stimme. Und ich demonstriere Ihnen diesen Eingriff jetzt anhand von 3 kurzen Ausschnitten in der direkten Gegenüberstellung der englischen Originalfassung To Catch a Thief und der deutschen Fassung Über den Dächern von Nizza. Also die Generalamnestie. Ich habe Ihnen noch einen zweiten Ausschnitt mitgebracht aus To Catch a Thief und Über den Dächern von Nizza. Hier geht es jetzt auf einmal um die Morde, die Cary Grants Figur begangen haben soll im Krieg. Also hier haben wir es mit einer Entschärfung zu tun, was den politischen Gehalt angeht und auch die Brutalität natürlich. Und um beim Thema zu bleiben, noch ein weiterer letzter Ausschnitt aus To Catch a Thief in der direkten Gegenüberstellung. Jetzt geht es um die Haushälterin Germaine. Soweit als erster Einstieg. Wir haben es also mit einer Zeit des Anpassens an den angenommenen Publikumsgeschmack zu tun, Mitte der 1950er Jahre. Gerd Naumann geht in seiner Doktorarbeit Filmsynchronisation in Deutschland bis 1955 auch dieser Zeit näher nach. Naumann beschreibt darin die Lage, unter der Synchronfassungen an die Mentalität angepasst wurden, mit den folgenden Worten, ich zitiere. Trugen die Verleiher in den ersten Nachkriegsjahren Sorge, das deutsche Publikum könne internationale Begrifflichkeiten und kulturelle Zusammenhänge nicht verstehen, konnte zunehmend von einem allmählichen Lernprozess desselben ausgegangen werden. Durch Film, Musik und Literatur war dem Publikum vormals Unbekanntes zunehmend nicht mehr fremd. Die kulturelle Rezeption wurde international. Also Naumann weist hier schon darauf hin, dass dem deutschen Publikum zunehmend auch fremdsprachige und aus anderen Kulturen entlehnte Inhalte zugemutet werden konnten. Ich habe Ihnen aber auch noch ein markantes Gegenbeispiel mitgebracht, auf das Naumann auch eingeht. Ein signifikantes Beispiel für eine Synchronfassung, die noch immer eine geringe international-kulturelle Kompetenz des deutschen Publikums voraussetzte, ist Carmen Jones aus dem Jahr 1954 unter der Regie von Otto Preminger. Eingedenk der Tatsache, dass Anpassungen an eine angenommene deutsche Mentalität sowie alemannitische Übersetzungen vorzugsweise im Auftrag der Verleiher entstanden, ist anzunehmen, dass die Fox für einen an den Vorspann anschließenden Synchron-Off-Kommentar verantwortlich zeichnete.
in der Verfilmung des auf Georges Bizet basierenden Musicals, das überdies in der zeitgenössischen Kritik noch als Zitat Negeroper bezeichnet wurde, legitimierte ein Sprecher die durchweg afroamerikanischen Schauspieler. Ich springe jetzt in dem Zitat bei Naumann. Die an die völkische Ideologie der Nationalsozialisten gemahnte Formulierung ist vor dem Hintergrund eines gering ausgeprägten Migrationsanteils innerhalb der deutschen Bevölkerung zu verstehen. Das Publikum verfügte beispielsweise über keinen ausgeprägten Alltagsbezug zu Menschen aus anderen Kulturkreisen, befindet Gerd Naumann. Und dieses Beispiel schauen wir uns natürlich auch noch an und hören uns auch noch an. Also Carmen Jones aus dem Jahr 1954, das heißt mithin aus demselben Jahr wie Der Mann ohne Gesicht. Der Film verlegt die Oper in die US-amerikanischen Südstaaten und ist ausschließlich mit afroamerikanischen Schauspielern besetzt, basierend auf der Broadway-Aufführung aus dem Jahr 1943. Das heißt, dafür hatte Oscar Hammerstein der Zweite englische Texte zu der Musik von Georges Bizet geschrieben. Und für die deutsche Fassung wurde eigens ein Kommentar aufgenommen und eingesprochen, wo im Original an der gleichen Stelle, ganz zu Beginn nach dem Vorspann in der ersten fotografierten Szene, im Original nur Filmmusik zu hören ist. Auch das schauen wir uns an. Vielen Dank. Also, soweit zum Hintergrund des Zeitgeistes. Wie sehen nun die Eingriffe, das heißt die Veränderungen im Falle von Robert Florey's Rogue's Regiment aus? Man kann grundsätzlich festhalten, dass die Eingriffe durch verschiedene Maßnahmen auf der Bild- und auf der Tonebene festzustellen sind. Und zwar durch Schnitte, durch Inserts und durch Synchronisation, der Reihe nach. Erstens werden aus der Originalfassung, die 86 Minuten dauert, insgesamt rund 10 Minuten Material geschnitten für die deutsche Fassung, sodass diese Der Mann ohne Gesicht nur noch 76 Minuten währt. Und das hat zum Beispiel zur Folge, dass die deutsche Fassung direkt vom Vorspann nach französisch Indochina schneidet und damit den Prolog komplett verwirft. Wir schauen uns das mal in einem Schaubild näher an, also die Schnitte im Einzelnen. Es ist so, dass sowohl am Anfang als auch am Ende des Films massiv gekürzt wird, aber auch mittendrin werden Szenen um Einstellungen geschnitten. Also zu Beginn gibt es einen Prolog, der semi-dokumentarisch gehalten ist. Das ist zum einen Studioaufnahmen, die nach realen Vorbildern entstanden sind. Also wir befinden uns zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Berlin und die sind vermischt mit realen historischen Aufnahmen, Wochenschaubildern. Dieser Prolog findet in der deutschen Fassung nicht mehr statt. Also hier wird zu Beginn des Films gekürzt. Am Ende wird auch dieser Rahmen nicht mehr aufrechterhalten. Das heißt, auch am Ende wird hier die Verurteilung und Vollstreckung geschnitten und auch das Happy End. Auch das ist in der deutschen Fassung Der Mann ohne Gesicht nicht mehr enthalten. Und auch mittendrin werden Szenen gekürzt, zum Beispiel immer, wenn NS-Symbole und NS-Personen im Bild zu sehen sind. Auch dann erfolgen Schnitte. Ich habe Ihnen jetzt hier stellvertretend nur mal, auch wenn es mehr als zwei Szenen sind, die geschnitten werden, die beiden Naheinstellungen auf die SS-Tätowierungen an den Armen abgebildet. Also, wir haben es hier mit einem massiven Eingriff schon auf der Ebene des Filmschnitts zu tun. Realhistorische Vorlage für den Filmstoff bildete übrigens die Person Martin Bormanns, der sozusagen dritte Mann im NS-Staat zu Ende des Zweiten Weltkriegs. Martin Bormann war damals im Range eines Reichsministers Leiter der Parteikanzlei der NSDAP und Bormanns Flucht und dessen Tod waren zum Zeitpunkt der Entstehung des Films 1948 noch nicht bestätigt, wodurch sich eine Suche nach dem Nationalsozialisten entspann, aber auch eine Mythenbildung einsetzte, darunter auch die Theorie, Bormann habe sich nach Fernost abgesetzt und sei dort untergetaucht. Dieses Gerücht hielt sich noch länger. Erst 1972 wurde Martin Bormanns Leiche bei Bauarbeiten in der Nähe des Berliner Lehrter Bahnhofs gefunden und 1988, also vor gerade mal 30 Jahren, durch eine DNA-Analyse diese Identifizierung bestätigt. In der englischen Originalfassung erinnert der Figurname Martin Brunner an das realhistorische Vorbild Martin Bormann. Doch es wird eben nicht nur geschnitten in Rogue's Regiment, in der Bearbeitung Der Mann ohne Gesicht für die deutsche Fassung, sondern es gibt auch neue eigene Inserts, die für diese deutsche Fassung produziert werden, also ein vergleichsweise aufwendiges Verfahren. Diese neuen produzierten deutschen Inserts ersetzen vorhandene Einstellungen aus der Originalfassung.
Ich habe Ihnen hier ein Szenenfoto mitgebracht, als Whit Corbett, gespielt von Dick Powell, ins Militärarchiv geht und dabei die gesuchte Akte findet, ist im Original der Name Heindorf zu lesen, Erich Heindorf. Für die deutsche Fassung hat man nun ein neues Requisit angefertigt, 6 Jahre nach der Originalfassung, also 1954, hat diese neue Einstellung fotografiert und anstelle der Originaleinstellung eingeschnitten. Und die neue deutsche Einstellung, dieses neue deutsche Insert, zeigt eine veränderte Akte mit dem Namen Sergeant Sergei Lenjow. Es gibt auch weitere Inserts, nämlich auch die gesuchte Nazi-Runde mit dem eigentlich titelgebenden Mann ohne Gesicht wurde retuschiert, neu gedreht und als Insert ersetzt, sodass in der deutschen Fassung keine NS-Symbole und keine NS-Personen mehr erkennbar sind. Also hier nochmal zwei Szenenfotos aus der Originalfassung, die jetzt gleich in der deutschen Fassung durch neu gedrehte deutsche Inserts ersetzt werden. Inserts werden uns auch nochmal beschäftigen im Mai, wenn wir uns mit Stanley Kubricks The Shining auseinandersetzen, weil Kubrick hier für alle 4 fremdsprachigen Fassungen, also neben der deutschen Synchronfassung, auch für die französische, spanische und italienische Fassung zum Beispiel das Getippe von Jack Torrance eigens neu gedreht hat und eingeschnitten hat. Dazu dann im Mai mehr. Kommen wir damit aber jetzt zu den Eingriffen auf der Tonebene zur Synchronisation. Ich habe es schon anhand der Inserts angedeutet, die sicherlich gravierendste Veränderung der deutschen Fassung umfasst die Änderungen der Figuren. In der deutschen Fassung kommen keine bösen Deutschen mehr vor. Es gibt keine Nazis mehr, die sich nach Französisch Indochina abgesetzt haben und als Schurkenregiment dort in der französischen Fremdenlegion untergetaucht werden. Folglich gibt es auch keine durch SS-Narben mehr gekennzeichneten Figuren. Sie geraten zu sogenannten Muttermalen, wie es etwa in der illustrierten Filmbühne in der Ausgabe 2429 zum Film heißt. Im Dialog zwischen Mark van Ratten, gespielt von Vincent Price, und Mischa Bruneck, wie er jetzt heißt, gespielt von Stephen McNally, ist dann auch nicht mehr vom NS-Reichsparteitag in Nürnberg die Rede, sondern von einer ominösen Organisation in Marokko 1938, bei der sich beide kennengelernt haben sollen. Die ideologische Umarbeitung macht somit einen Anti-Nazi-Film zum Antikommunisten-Film. Das Lexikon des internationalen Films hat es auf den Punkt gebracht. Ich zitiere: Ursprünglich ein amerikanischer Anti-Nazi-Film, später vom Verleih in Richtung Abenteuerfilm umproduziert und in der Tendenz verändert. Der Bösewicht, ehemals eine NS-Größe auf der Suche nach Martin Bormann, heißt in der deutschen Fassung Bruneck und ist ein östlicher Agent, der kommunistische Abtrünnige aufspürt und liquidiert. Er wird von einem überaus mutigen amerikanischen Geheimdienstmann verfolgt, in Indochina als Mitglied der Fremdenlegion enttarnt und unschädlich gemacht. Zitat Ende. Die Namen zeigen also eine politische Umdeutung an. Martin Brunner wird zu Mischa Bruneck, Deckname ist René im Film, und Heindorf wird zu Sergeant Sergei Lenjow. Noch auf dem Sterbebett soll der Name des gesuchten Mannes verraten werden. Und hier wird das ganze Ausmaß der Namensänderung deutlich. Wir schauen uns dazu die entsprechende Szene noch einmal aus der Originalfassung an. Ja, soweit nochmal ein Ausschnitt aus der Originalfassung. Tatsächlich haben wir also gerade gehört, ich wiederhole das nochmal kurz aus dem Filmdialog: Tell me, is it Stein, Hafmüller, Gerhard? Is it Reicher? It is Reicher, isn't? He is Martin Brunner. Das sind die Zeilen, die Dick Powell spricht, als Whit Corbett. In der deutschen Fassung heißt es dann an gleicher Stelle: Ist es Stein, Lepinek, Girard, René? Antworten Sie doch. René ist Mischa Bruneck. Man beachte also die qua Namen geänderten, intendierten Nationalitäten der Filmfiguren. Die Deutschen sind in der deutschen Fassung als Figuren verschwunden und damit auch die Sprachunterschiede zur Markierung der Filmfiguren. Wir schauen uns dazu gleich noch eine Szene im Original an, nämlich eine Szene, die die Markierung der Figuren einer bestimmten Nationalität zuordnet, aber auch einer politischen Geisteshaltung, eben dieses Rogues Regiment oder wie es auch im Original genannt wird, The Fourth Reich, innerhalb der französischen Fremdenlegion. Dazu ein weiterer Ausschnitt.
Ja, soweit ein kurzer Ausschnitt, um Ihnen das nochmal in Erinnerung zu rufen oder erstmalig zu zeigen, wenn Sie eben bei der Originalfassung noch nicht da waren. Tatsächlich heißt es hier in der deutschen Fassung an gleicher Stelle als Anweisung zum Zählen, statt vom Deutschen ins Französische, zu wechseln, schlicht heldenhafter. Und mitunter stellen sich durch diese Synchronveränderung natürlich auch ganz andere Wirkungen ein, sogar gegenteilige Wirkungen. Wie immer kann ich in dem Vortrag dann natürlich nur ausschnitthaft darauf eingehen. Sie werden ja den gesamten Film dann gleich noch in Gänze sehen. Aber auf eine solche Szene möchte ich noch eingehen, nämlich eine Szene in der Gaststätte La Petite Tonkinoise. Sie erinnern sich, ist ja die Gaststätte, in der auch Lili Maubert, gespielt von Märtha Thorén, auftritt. Und hier ist es ja so, dass sich zahlreiche Deutsche in ihrer Muttersprache unterhalten und dort auch zusammenkommen, um zu singen. Unter anderem das Soldatenlied Der gute Kamerad, das mit den Zeilen beginnt, Entschuldigung. Ich hatte einen Kameraden, einen bessern findest du nicht. Durch diesen Einstieg in die Szene wird dramaturgisch deutlich, dass die Lokalität durch die Deutschen geprägt ist und auch, warum daraufhin die Nachtclubsängerin Lili Maubert ihr Lied nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Deutsch vorträgt. Während Whit Corbett, gespielt von Dick Powell, in der Originalfassung seine Abneigung gegenüber den Deutschen dadurch zum Ausdruck bringt, dass er befindet, ihm habe das Lied auf Englisch besser gefallen, kehrt sich die Wirkung in der deutschen Fassung um. In der deutschen Fassung erfolgt der Einstieg in diese Szene nämlich durch eine andere Filmmusik. Die Szene ist zudem gekürzt. Es sind keine singenden Soldaten zu hören, die durch ihr Lied als Deutsche gekennzeichnet werden. Aus der Originalfassung wird aber das Lied Lili Mauberts zweisprachig übernommen. Als nun im Anschluss Whit Corbett befindet, Englisch habe es ihm besser gefallen, wird seine Wertung schwer nachvollziehbar. Zum einen spricht Corbett in der Synchronfassung durchgehend Deutsch und zum anderen wirkt sie gar unlogisch, weil eben das Zielpublikum, gegen das er sich auflehnt, durch seine Äußerung verschwunden ist. Dadurch, dass in der deutschen Synchronfassung alle Deutsch sprechen, fällt auch Mark van Ratten, gespielt von Vincent Price, nicht mehr wie im Original durch seinen gespielten deutschen Akzent aus dem Figurentableau heraus. Er wird nicht mehr dem deutschen Lager zuortbar und somit können Zuschauer nur mutmaßen, warum van Ratten in der deutschen Fassung Bruneck hilft, womöglich aus geschäftlichem Interesse, hier jedoch auf keinen Fall, weil er ein Landsmann ist, wie im Original. Durch weitere Kürzungen wirkt die Dramaturgie der deutschen Fassung zum Teil unmotivierter, beispielsweise bleibt hier unklar, warum auf Karten des offensichtlich als französisch gezeigten Militärs englische Beschriftungen abgebildet sind oder auch die gewaltsame Bezahlung bei der Tattoo-Entfernung der zur Narbe geratenen Markierung ist in der deutschen Fassung gekürzt und dadurch ein wenig entstellt. Der Verleih Universal Deutschland nutzte 1954 die tagespolitische Aktualität des Endes des Ersten Indochina-Krieges, um seinen Film, der ja 6 Jahre bis zum deutschen Kinostart brauchte, zu vermarkten. So heißt es im Presseheft von Universal Deutschland zu Der Mann ohne Gesicht als Vorschläge für die Kinos und auch für die Filmkritik, Der Mann ohne Gesicht zu bewerben, in einem politisch-national-tendenziösen Duktus der Zeit, ich zitiere, ein Film von brennender Aktualität, ein Mahnmal des Untergangs deutscher Legionäre. Hier wird das ganze Elend der Fremdenlegion offenbar. Deutsche Legionäre verbluten unter fremden Fahnen. Tagtäglich fallen Hunderte von Legionären in Indochina. Dieser Film gibt Abenteurern ein abschreckendes Beispiel. Soweit also die Selbstbeschreibung des Verleihs zur deutschen Vermarktung. Diese nachträglich attribuierte, tagespolitisch aktuelle Vermarktung des Verleihs wurde dann auch gleich von der zeitgenössischen Filmkritik aufgegriffen. So schreibt die Hannoversche Allgemeine Zeitung am 4. August 1954, dieser männlich harte Abenteuerfilm, halb dokumentarischen Charakters aus Amerika, Regie Robert Flory, gewinnt schon durch seinen hochaktuellen politischen Hintergrund besonderes Interesse. Und die Nürnberger Nachrichten vom 14. August 1954 legen nach, es ist eine Frage des Geschmacks, ob man sich mit der Kamerajagd nach dem Zeitgeschehen im Rahmen der Wochenschauen zufrieden gibt oder ob man es vorzieht, dieses Zeitgeschehen, hier ist es der Krieg in Indochina, zu einem abendfüllenden Spielfilm ausgebaut, mit einem ebenso sensationellen wie nebelhaften Handlungsablauf serviert zu bekommen.
Dabei wurde der Verleihstaat, also diese Zeitentscheidung, durchaus auch kritisch hinterfragt. So schreibt die Frankfurter Abendzeitung in der Ausgabe vom 24. und 25. Juli 1954, diesen Film ausgerechnet zur Zeit der Genfer Konferenzen in den Verleih zu bringen, erstaunt und erweckt Zweifel an den so oft zitierten Idealen mancher Produktion. Die Perfidität der Umarbeitung wurde übrigens nur zum Teil von der Filmkritik aufgenommen. Es ist retrospektiv heute indirekt rekonstruierbar, welche Journalisten die Originalfassung, welche Journalisten die deutsche Synchronfassung und welche beide Fassungen vergleichend sehen konnten. Das lässt sich aus ihren Kritiken sehr schön herauslesen. So schreibt etwa die Frankfurter Neue Presse in der Ausgabe vom 17. Juli 1954, man ist verwundert über die Großzügigkeit der Filmselbstkontrolle und über die Marktabschätzung der amerikanischen Verleihfirma, die dieses Filmthema dem deutschen Publikum anbietet. Im Filmdienst vom 20. August 1954 heißt es, wie praktisch doch die Synchronisation ist. Vor 5 Jahren war dies ein kräftiger Tendenzfilm gegen die Nationalsozialisten. Jetzt ist er auf Deutsch weniger stark in seiner Tendenz und die Zielrichtung hat sich geändert. Der Bösewicht, damals eine Art Kaltenbrunner, heißt jetzt Bruneck und ist ein östlicher Agent. Damals war er auf der Suche nach Martin Bormann, jetzt spürt er kommunistische Abtrünnige auf und liquidiert sie. Ich springe in der Kritik. Aber eines bleibt, was weder die geschickte Synchronisation noch die drastische Kürzung ganz ausmerzen konnten. Der Film ist mit Hass gemacht und hat die Absicht, Hass zu erzeugen. Ich springe noch einmal. So kann negative Propaganda in ihr Gegenteil umschlagen. Und noch eine letzte Pressestimme habe ich mitgebracht, nämlich aus der Aachener Volkszeitung vom 9. Februar 1955. Das heißt, der Film ist mittlerweile schon einige Monate im deutschen Kino. Manches im Film bleibt unklar. Kein Wunder, der Film hatte ursprünglich eine antinationalsozialistische Tendenz. Die 6 Jahre später hergestellte Synchronisation hat ihn für deutsche Filmbesucher sozusagen entschärft. Nicht von der Filmkritik der Zeitgenössischen besprochen werden übrigens ganz typische Eigenschaften für Synchronisationen dieser Zeit. Da fehlt vielleicht auch ein bisschen der historische Abstand. Und zwar das typische Synchrondeutsch, was in der Mann ohne Gesicht gesprochen wird. Also, da gibt es solche Klassiker wie sprachliche Konstruktionen, die in Satzstellungen und Wortwahl das Original durchscheinen lassen. Also Beispiele wie, was nennen Sie einen? Oder auch Aussprachen wie beispielsweise Poststempel Saigon oder auch 1:1 Übertragungen, die typisch sind für die Zeit. Also da wird dann die Hay Farm in Nebraska zur Heu Farm in Nebraska. Leider gibt es auch von der Filmkritik nicht bemerkte stereotype rassistische Darstellungen. So wird etwa eine Figur in der deutschen Synchronfassung wiederholt als sogenanntes Chinesenmädchen bezeichnet. Stereotyp zeigt sich auch die Synchronbearbeitung der Figur Trandagayan, gespielt von Philipp Ahn, einem Schauspieler, der koreanische Abstammung war, aber in den USA geboren wurde und der immer wieder auf zahlreiche Asiaten in unzähligen Filmen quasi abonniert war, immer wieder als der prototypische Asiate besetzt wurde. Ein Ausschnitt aus der Originalfassung offenbart, dass Vincent Price und Philipp Ahn stimmlich nicht weit auseinander liegen, sondern beide ein tiefes, sonores Basstimbre haben. Während Price hier bewusst mit einem simulierten deutschen Akzent spielt, ist Ahn nicht markiert, sondern mit seinem reinen Amerikanisch zu hören. Ich möchte Ihnen auch das nochmal in Erinnerung rufen anhand eines Ausschnitts aus der Originalfassung. Also diese Figur Trandagayan, gespielt von Philipp Ahn, wird in der deutschen Fassung dann erst deutlich ethnisch markiert, und zwar durch die Besetzung. Wir haben nämlich dann, wie Sie gleich hören werden, auf einmal einen beinahe quäkenden hohen Sprecher mit dünner Stimme, der dieser Figur zugeordnet wird, und hebt sie dadurch dann auch nochmal deutlich von Mark van Ratten, also Vincent Prices Figur, ab. Tatsächlich wird dieses Verfahren der stereotypenethischen Markierung auch nach wie vor im Synchron praktiziert. Also das ist nichts, was der Vergangenheit angehört. Ich habe Ihnen da ein aktuelleres Beispiel mitgebracht.
In der deutschen Synchronfassung der US-amerikanischen Fernsehserie Two Broke Girls, die zwischen 2011 und 2017 produziert wurde, spricht Marius Claren, den dürften viele von Ihnen im Ohr haben, als deutsche Stammstimme zum Beispiel von Jake Gyllenhaal oder auch Tobey Maguire. Marius Claren spricht für den amerikanischen Schauspieler Matthew Moy, der die Serienfigur Han Lee spielt, und zwar im Original auch mit Akzent. Und im Interview mit dem Berliner Synchronstudio Die Mediapaten hat sich Marius Claren einmal dazu geäußert, sein durchaus kritisch zu hinterfragendes Verfahren erläutert, wie er sich diese Rolle stimmlich aneignet. Also das ist das Verfahren von Marius Claren, hier auch nochmal die Gegenüberstellung. Marius Claren für Matthew Moy, die deutsche Synchronstimme in Two Broke Girls. Wenn Sie sich näher mit diesem Thema der national markierten Figuren in der Synchronisation auseinandersetzen möchten, dann empfehle ich Ihnen an der Stelle einen hervorragenden Aufsatz von Megumi Hayakawa mit dem schönen Titel »Japanischer als im Original?« Der Text ist erschienen im Sammelband Film im Transferprozess, transdisziplinäre Studien zur Filmsynchronisation. Den habe ich 2015 gemeinsam mit Dr. Thomas Bräutigam herausgegeben. Und Megumi Hayakawa untersucht in ihrem Text, inwiefern eben durch eine Schauspielerbesetzung, hier am Beispiel von Ken Watanabe und Hiroyuki Sanada, in den deutschen Synchronfassungen der japanischen Schauspieler in Hollywood-Filmen, doch ein Image kreiert wird, dass Figuren mit Akzent stärker als eben japanischer betont werden als im Original. Ich zitiere da nur kurz als Ausblick aus Hayakawas Aufsatz, Zitat: Die Besetzung eines japanischen Synchronsprechers manipuliert die Wahrnehmung und führt zu einer Abgrenzung des entsprechenden Charakters von den anderen Charakteren. Oft spielt die japanische Identität, welcher der japanische Sprecher der deutschen Stimme verleiht, dramaturgisch keine wichtige Rolle. Vielmehr wird eine Differenz hergestellt, die bewusst wahrgenommen werden soll. Das ist insofern problematisch, als sie allein durch die Synchronisation entsteht und nicht der Dramaturgie immanent ist. Somit bleibt die Frage im Raum stehen. Gehört also diese ideologische Bearbeitung der Vergangenheit an, aber haben wir es weiterhin mit stereotypen Stimmenbesetzungen zu tun? Und wie sieht es überhaupt aus mit bestimmten politischen Gehalten? Verschwinden die nach wie vor auch in deutschen Synchronfassungen? Auch da nochmal ein aktuelles Beispiel. Thomas Bräutigam hat in seinem Lexikon der Synchronsprecher, Stars und ihre deutschen Stimmen, zuletzt aufgelegt 2013, darauf hingewiesen, dass in der Fernsehserie Gilmore Girls, die zwischen 2000 und 2007 produziert wurde und 2016 noch eine Fortsetzung erfahren hat, folgende Synchronisation stattfindet. Ich zitiere: Hitlerwitze und komische Dialoge mit Nazi-Anspielungen sind in England und den USA lustig, in Deutschland jedoch unmöglich. In einer Folge der Serie Gilmore Girls soll eine Person, die sich in einem Zimmer verschanzt hat, herausgelockt werden mit dem Satz »Even Hitler came out sometimes to walk his dog«. In der deutschen Fassung heißt es an gleicher Stelle »Sogar ein Hund würde einmal rauskommen, um Gassi zu gehen«. Dass es selbst im neuen Jahrtausend noch Beispiele gibt, dass ein negativ gezeichnetes Bild der Deutschen in Synchronisationen entfernt wird, zeigt auch Wes Andersons exotisierendes Roadmovie auf Schienen, The Darjeeling Limited aus dem Jahr 2007. Da gehen ja drei ungleiche Brüder, gespielt von Jason Schwartzman, Owen Wilson und Adrian Brody, nach dem Tod ihres Vaters auf eine Sinnsuche nach Indien. Im titelgebenden Zug, dem Darjeeling Limited, werden aus beschimpften Deutschen im amerikanischen Original in der deutschen Synchronisation kurzerhand Schweizerinnen. Beschwert sich Adrian Brodys Figur in der amerikanischen Originalfassung wörtlich »These Germans are bothering me«, so scheint in der deutschen Fassung sein Zorn eine geografische Verschiebung in Richtung Alpenrepublik erfahren zu haben, die dem deutschen Publikum die Beleidigung verschweigt. Hier heißt es »die Matronen nerven«. Auch das ist natürlich ein prekärer Fall und eben keiner, der schon Jahrzehnte zurückliegt. Wie immer in der Reihe Synchron-Specials möchte ich Ihnen zum Schluss als Würdigung der Beteiligten abschließend auch noch die Synchronbesetzung vorstellen. Das mache ich heute anhand eines historischen Programmblattes, das habe ich aus der bereits erwähnten illustrierten Filmbühne Nummer 2429 erwähnt, die zu »Der Mann ohne Gesicht« produziert wurde, mit Bildern und auch einem Text. Und wenn Sie das aufklappen, das historische Kinoprogramm, dann finden Sie da eben auch die
Synchronbesetzung, allerdings leider mit einigen Schreibfehlern, was wenig nachvollziehbar ist, da es sich um große zeitgenössische Stars, mithin eigentlich die erste Garde, alles ausgebildete Schauspieler mit großer Erfahrung handelt, dass man sich dann ausgerechnet bei den deutschen Sprechern verschrieben hat, etwas peinlich. Also die deutsche Synchronfassung, um das zum Abschluss nochmal zusammenzufassen, entstand 1954 bei der Berliner Synchron GmbH Wenz-Lüdecke für Universal Deutschland. Das Dialogbuch verantwortete Fritz A. Königer und die Synchronregie Albert Baumeister. Diese Synchronisation ist auch im Vorspann, der eigens für diese deutsche Fassung erstellt wurde, transparent gemacht. Das heißt, hier ist das Synchronatelier mit Logo und mit Namen auch erwähnt. Wir hören gleich Klaus Miedl für Dick Powell in der Rolle des Whit Corbett. Sigrid Lagemann spielt für Märtha Thoren als Lily Maubert. Friedrich Joloff ist zu hören als Mark van Ratten für Vincent Price. Stephen McNally, der jetzt hier René heißt in der deutschen Bearbeitung, wird von Kurt Ackermann gesprochen. Sie erinnern sich, den hatten wir vorhin schon gehört als deutsche Stammstimme für Cary Grant in Hitchcocks Über den Dächern von Nizza. Martin Held spricht für Mauclair, für Edgar Barry. Henry Rowland als Lenjoff wird von Paul Edwin Roth interpretiert. James Milliken als Cobb durch Heinz Giese und Ursula Haustedt als Leo Kay für Carol Thurston. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Umbaupause von 10 Minuten und ich würde Sie bitten, dass Sie nochmal kurz den Saal verlassen, weil wir nochmal einen neuen Einlass machen. Sie haben auch die Möglichkeit, sich nochmal zu erfrischen und sich mit Getränken auszustatten, wenn Sie möchten. Und ich möchte an der Stelle nochmal danken an die Technik, Christian Appelt, für die Projektion, Pramila Cenciana. Wir sehen jetzt gleich eine historische 35mm Kopie aus dem Filmarchiv der Kinemathek Hamburg. Und danke auch nochmal für die nette Begrüßung und Moderation heute Abend, Andreas Beilharz. Ich wünsche uns einen anregenden Kinoabend und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.